Herzlich willkommen bei SOFO, dem Podcast für Frauen, die aus ihrer Einzigartigkeit mit Herz und Seele ein sinnerfülltes Leben und gleichzeitig auch Business kreieren möchten. Mein Name ist Nina Pettenberg, wie schön, dass du da bist. Vielleicht hörst du es etwas an meiner Stimme. Ja, es hat mich jetzt nun doch erwischt mit einer Erkältung und da dachte ich, dass die perfekte Gelegenheit, diese Podcast-Folge den Schattenseiten der Selbstständigkeit zu widmen. Und zwar gab es die Folge 58, mein Alltag als Coach. Und die ist entstanden aufgrund einer Frage einer ganz lieben Klientin, die gefragt hat, ja, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Coachst du oder machst du Seminare oder wie ist eigentlich so dein Alltag als Coach? Und das habe ich geteilt in der Folge 58. Wow, schon einige Folgen her. Wir verlinken das in den Shownotes, wenn du mal reinhören möchtest. Und dachte, heute ist die Zeit einmal für Real Talk. Ich versuche sowieso in meinen Podcast-Folgen immer sehr authentisch auch so den Alltag des Coachings oder der Ausbildungen mit einfach zu zeigen, dass es nicht immer nur lichtvoll ist. Und gerade in der Coaching-Szene oder in der Selbsterfahrungsszene ist es ja gerne immer wie so dieses höher, schöner, weiter und du musst durchhalten und dranbleiben und alles ist irgendwie wirkt einfacher, als es tatsächlich ist. Und deshalb in dieser Podcast-Folge, nur als Vorabwarnung, geht es mal ein bisschen um Real Talk, um was ist eigentlich, passiert eigentlich, wenn wir jetzt, ich dir gleich alles erzählen werde, In dieser Folge. Ich hoffe, meine Stimme macht mit, meine Nase läuft schön. Wenn du mich hier sehen könntest, ich bin hier ausgestattet mit Kaffee, Tee, Wasser, Taschentüchern, die hier rumliegen. Und im Dunkeln, Gott sei Dank hat mein Laptop Akku, denn es ist heute, am Donnerstag spreche ich immer meinen Podcast ein, von 8 bis 16 Uhr gar kein Strom, was ja auch heißt, kein Licht, kein warmes Wasser, die Heizung ist aus. Es ist also wirklich lustig, hier zu sitzen. Ich habe heute Morgen schon versucht, so gut zu überlegen, was ich alles brauche den Tag, um gut über die Runden zu kommen. Und unser großer Sohn ist zu Hause, ist auch krank und erkältet. Ja, also so ein Stück weit ein bisschen wahnsinnig hier alles. Aber das gehört eben in unseren Alltag und in unser Leben dazu. Und drum heute diese Folge, mein Alltag als Coach, wenn es mal nicht läuft. Also das Behind the Scenes, wenn alles nicht läuft. Und damit meine ich jetzt eher so gar nicht das Business an sich, dass es nicht läuft, dass die Klienten nicht da sind. Gott sei Dank, das ist jetzt gerade nicht der Fall, sondern eher, wenn so die Supporting-Systeme ausfallen oder auch der eigene Körper streikt und du nicht die Kraft hast, deinen Alltag so zu bewältigen, wie du es gern würdest. Und das ist eben in der Selbstständigkeit als Solopreneurin, so sehe ich mich, ich habe bewusst diesen Weg gewählt, Solopreneurin zu sein, kein großes Team zu haben. Ich habe ganz tolle virtuelle Assistentinnen und Frauen, die mich auch unterstützen. Da bin ich unendlich dankbar. Also ich habe mir ein Netz aufgebaut, aber ich bin eine Solopreneurin. Ich habe keine festen Angestellten. Das war meine Entscheidung, wenn du meinen Podcast schon länger folgst, rede ich auch immer wieder darüber, diese bewusste Entscheidung getroffen zu haben. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und da war mir diese Verantwortung für ein großes Team immer sehr bewusst und ich bin diesen Weg jetzt gegangen. In meinem Business möchte ich, dass jeder, der mit mir arbeitet, frei ist, also auch selbstständig ist. Das ist so mein. Ich arbeite auch ganz viel mit einer lieben Texterin, die mich immer wieder inspiriert, auch für Texte. Und die ist selbstständig dann. Meine Podcast-Fee ist auch selbstständig. Also ich habe ein Team aufgebaut, ein Supporting-Team für mein Business, was frei ist. Und um jetzt nur 2 zu nennen, mit denen ich zusammenarbeite. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Dennoch habe ich manchmal, gerade wie heute Morgen, eine tiefe Sehnsucht.
Und das ist jetzt mein Real Talk. Heute Morgen dachte ich im Bett, wie ich lag um 6 Uhr mit verstopfter Nase und meinen Sohn, der hustet oben. Und ich wusste ja, in einer Stunde muss der Kleine los in die Schule. Dann um 8 Uhr kommt die Energy, schalte den Strom ab. Ich muss heute den Podcast aufnehmen. Ich habe heute Abend noch in meinem Membership einen Evolve Circle mit 14 Frauen. Also dachte ich einfach, hatte ich für einen Moment die Sehnsucht, ich würde jetzt gern wie früher einfach den Hörer in die Hand nehmen, den Telefonhörer, und im Büro anrufen und sagen, sorry, ich bin heute, komm heute nicht, ich bin krank. Und ich komme auch morgen nicht, weil ich da auch noch krank bin. Und viel Freude euch, aber ich bin raus. Und dann mich einfach mit einem Tee auf die Couch zu kuscheln und zu wissen, all die Verantwortung fällt ab. Ja, damals noch, wie ich noch ohne Kids war und einfach diesen Anruf tätigen konnte. Und das war heute Morgen so dieses Gefühl, ach, wen könnte ich einmal anrufen und dass ich alles loslasse. Wichtig an dieser Stelle, ich bin jetzt nicht fiebrig oder so krank, weil dann kann ich das natürlich machen. Mein Mann ist da und ich weiß auch, alle meine Klienten würden es für heute verstehen. Aber als Selbstständige weiß ich auch, was ich heute verschiebe, wenn ich denn mit 14 Frauen einen neuen Termin finden möchte, dass ich das ja trotzdem noch irgendwann erledigen muss. Und dann ist natürlich die Frage, wie krank fühle ich mich? Und wenn du meine erste Podcast-Folge in diesem Jahr gehört hast, dann weißt du, dass ich mein Wohlbefinden ins Zentrum meines Wirkens stelle dieses Jahr und vielleicht auch für immer. Und deshalb habe ich tatsächlich heute Morgen als allererstes im Bett tief in meinen Körper hineingehört. Ich mache immer so einen ganzheitlichen Check-in. Gibt es auch eine schöne Folge dazu, können wir direkt auch verlinken, für den ganzheitlichen Check-in, den wir auch in der Ausbildung pflegen, in der Inner Balance Coach-Ausbildung. Und da bin ich wirklich dankbar für die Tools, an die ich mich dann auch erinnere, morgens, und habe wirklich so ein Check-in gemacht im Liegen noch, habe in meinen Körper gespürt, erstmal, wie geht's dem Körper? Und das geht bei mir mittlerweile einfach ganz schnell, dass ich spüre, wie ist so die Energie und was ist heute wichtig und wesentlich? Was braucht mein Körper? Was wünscht sich mein Körper? Und da war einfach ganz klar auch, nee, körperlich schaffe ich diesen Tag, zumindest in dem Moment war es noch, es kann natürlich heute Nachmittag anders sein, aber ich möchte das angehen, ich möchte das authentisch auch kommunizieren, den Körper heute auch einladen, in dieser Podcast-Folge einfach ein Teil zu sein. Und ich denke, wenn du hier zuhörst und auch eine Solopreneurin bist oder auf dem Weg dorthin, eine Coachpreneurin oder eine kreative Unternehmerin, dann kennst du das auch, dass der Körper eben uns auch manchmal einbremst. Und das passt heute zur Energie, die ja heute, der Strom, der hier abgestellt wurde, heute Morgen wirklich, es ist auch so eine ganz besondere Stille im Haus. Kein Computer, der rauscht, oder keine Heizung, die knistert. Und dann kennst du das ja auch, wenn dein Körper, du hast tausende von Ideen und dein Körper sagt, nö. Nö, das ist jetzt gerade gar nicht, steht überhaupt nicht an. Also müssen wir dem uns ja auch immer wieder hingeben. Und wie schön ist es dann, wenn wir einfach eine gute Verbindung pflegen und auch das respektieren und einmal spüren, was braucht mein Körper denn jetzt? Und ich habe mit meinem Körper jetzt gerade den Deal gemacht, ich spreche jetzt die Podcast-Folge ein, denn show up when you don't feel like it ist schon auch eine Geheimnis, dass es geht schon auch darum, ein Commitment zu haben und nicht zu sagen, oh, mein ein bisschen Nase verstopft, jetzt mache ich mal gar keinen Podcast heute, sondern show up when you don't feel like it ist ja ein Spruch, ich weiß jetzt gar nicht von wem, irgendwo habe ich das mir mal gemerkt, also uns auch zu zeigen, auch besonders dann, wenn wir uns nicht danach fühlen, das ist wie so ein Commitment als Solopreneurin, das wir brauchen, um erfolgreich zu sein, definitiv. Für was auch immer wir dieses Commitment uns irgendwann gegeben haben, bei mir ist es der Podcast, und wenn ich nicht mit 40 Fieber im Bett liege, dann bin ich da und werde diese Folge aufnehmen. Und dann habe ich heute Morgen eben dieses Agreement mit meinem Körper getroffen, dass ich gesagt habe, okay, ich
möchte diese Podcast-Folge einsprechen, ganz authentisch, so wie es eben gerade auch ist, behind the scenes. Und dann werde ich das Feuer anmachen in unserem Wohnzimmer, das Büro verlassen. Es wird auch langsam hier wirklich kühl. Und mich ganz gemütlich auf die Couch legen und von dort aus arbeiten. Meinen Laptop mit hochnehmen und einfach mich da einsnaggeln und es mir ganz gemütlich machen. Und da denke ich mir dann schon wieder, wie schön ist es, so selbstständig entscheiden zu können, wie ich arbeite und dass ich das so machen kann. Vielleicht noch mit einem kranken Kind auf der Couch, aber das ist auch okay. Aber das habe ich jetzt so für mich energetisch vereinbart und werde dann dort so eine Mischung zelebrieren aus vielleicht ein bisschen schlafen, ein bisschen kreative Arbeit und schreiben und das ein oder andere beantworten, denn die To-Do-Liste ist auch relativ groß. Und da habe ich heute dann, jetzt muss ich gerade mal hier, was ist hier jetzt los? Okay, sorry. Da habe ich dann auch diese To-Do-Liste, die einem dann ja auch im Nacken sitzt, wenn so einige Systeme wie der Körper ausfällt oder das Stromnetz. Und dann dachte ich, oh Gott, ich muss ja das noch und das noch. Das ist vielleicht auch noch etwas, was ich heute gemacht habe. Die magische Frage, was ist heute wirklich wesentlich und wichtig? Und die kannst du natürlich an deinen Verstand stellen. Also ich stell dir dann auch wirklich, was ist so vom Kopf her heute gerade wichtig. Und aber dann stelle ich die auch ganz bewusst an mein Herz. Ich schließe die Augen und sage, was ist heute wirklich wesentlich? Jetzt oder was ist jetzt in diesem Moment wesentlich? Das können wir jetzt gleich auch mal zusammen machen. Ja, lade ich dich ein. Denn die lässt mich eine innere Sortierung einleiten. Ich habe dann so gedacht, ich brauche jetzt erstmal alles mal aus meinem Energiefeld raus. Das heißt, ich habe alle To-Dos gefühlt ein Stück weit weg von mir. Denn jetzt steht ja mein Wohlbefinden im Zentrum. Ich muss fit sein, ich muss vital sein, sonst geht es überhaupt gar nicht mit meinem Business und mit meiner Selbstständigkeit. Dann funktioniert ja nichts. Und dann zu gucken, was ist heute an diesem Tag wirklich wesentlich und wichtig. Und das dann, wie so Post-its kannst du dir vorstellen, die du in eine Reihe bringst mit allen To-Dos und die dann auch ein Stück weit von dir wegklebst. Also dass du sagst, das ist jetzt heute mein Heilungsraum und erst ab dieser Grenze beginnen all meine To-Dos. Das hilft mir immer, so innere Bilder auch und allen To-Dos energetisch einen Platz zu geben. Also die Einladung da auch an dich, wenn du, da musst du jetzt gar nicht krank dafür sein, sondern überhaupt vielleicht auch viel los ist, dein Alltag sich schwer anfühlt, zu gucken, was dir hilft, dich energetisch wieder auszurichten. Und wenn du magst, können wir das jetzt in dieser Folge noch gemeinsam einmal machen. Nehme ich dich mit. Und das ist so simpel eigentlich, dass du für einen Moment durchatmest. Ich sage es dir wirklich, wie ich es jetzt auch mache. Heute Morgen zum Beispiel im Bett noch oder dann jetzt vor der Podcast-Folge lege ich meine Hand aufs Herz. Das ist wie so mein Anker. Wenn du Coach bist, hast du ja mit dem Begriff Ankern sicherlich Erfahrung. Oder wenn du jetzt einfach das erste Mal machst, das sind so Anker, die wir setzen können, dass unser Körper sich direkt miterinnert. Ah ja, jetzt gehen wir in einen anderen Zustand. Jetzt muss ich auch direkt noch mal einen Schluck trinken. Und dass du einmal so tief in dein Herz atmest und wie mit deinem Bewusstsein, ganz liebevoll, wie mit so einem kleinen Aufzug einfach tiefer sinkst, einsinkst in dich selbst. Einfach indem du atmest, Gedanken ziehen lässt und mit jedem Atemzug ein bisschen tiefer in dich hineinsinkst, in deinen Herzraum. Und auch so deine Wahrnehmung ganz fein werden lässt. Vielleicht hörst du etwas. Bei mir sind es Regentropfen, die aufs Fensterbrett fallen. Ein Vogel ganz entfernt. Was ist es bei dir? Was hörst du gerade? Und während du
die Geräusche um dich wahrnimmst, nochmal mit einem nächsten Atemzug ganz zu dir gehst. Tief einsinkst in dein liebevolles Herz, dich verbindest mit diesem Raum in dir, der durchdrungen ist von ganz viel tiefer, intuitiver Weisheit. Und in diesem Raum kannst du die Frage stellen, was ist jetzt in diesem Moment wirklich wesentlich und wichtig? Was ist jetzt wichtig und wesentlich für deinen Körper? Für den Tag? Und vertraue dem, was auftaucht. Vielleicht kommuniziert dein Körper über ein Gefühl mit dir. Vielleicht mit einem inneren Bild, einem Duft, eine Erinnerung. Lass dich mal überraschen, wie dein Körper kommuniziert. Was ist jetzt wirklich wichtig und wesentlich? Und das kannst du natürlich mit jeder Ebene machen. Was ist heute wirklich wichtig und wesentlich für den Tag? Für meine Familie, für mich selbst, für mein Business. Nimm dir gern einen Moment Zeit, da tiefer zu fragen. Und die Antworten sind oft ganz simpel. Gib dem, was du wahrnimmst, Gewicht. Das ist ganz wesentlich. Und vielleicht magst du jetzt noch ein bisschen verweilen damit. Und vielleicht spürst du auch schon, mir geht es immer so allein, dass ich mich mir zuwende. Und ich kenne es auch von meinen Auszubildenden in der Ausbildung. Dann kommt direkt eine Ruhe rein in alle, in die Gruppe, in jede Einzelne. Es ist schon ein ganz anderer Ausgangspunkt für den Tag oder für das, was jetzt vor dir liegt. Wenn es eben einer dieser Tage ist, der so anstrengend ist oder wo du denkst, boah, ich bin überfordert oder ich möchte eigentlich gar nicht aufstehen oder mein Körper ist rebelliert, egal was die Herausforderung ist. Diese Verbindung kann dich durch den Tag tragen. Wenn du spürst, was brauchst du, was ist jetzt wesentlich, aber eben aus einer tieferen Verbindung, dass du nicht drüber nachdenkst, nicht zu viel denken, mehr fühlen, sage ich immer in der Ausbildung. Und da lade ich dich heute dazu ein und dich heute durch deinen Tag zu fühlen und auch Entscheidungen, die dann anstehen, eben an solchen Tagen wie, schaffe ich das heute, dieses Coaching zum Beispiel zu machen oder bin ich gar nicht imstande dafür, das bin ich einfach zu schlapp oder schaffe ich den Circle heute Abend wirklich in meiner Kraft zu führen oder muss ich mir was anderes überlegen? Und wenn ich diese Fragen im Kopf oft bewege, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dann drehe ich mich oft im Kreis und habe dann Schuldgefühle. Und wenn ich aber es schaffe, tatsächlich in diese tiefere innere Verbindung zu gehen, dann bekomme ich Antworten, die mir gut tun. Und ich hoffe, du kannst es spüren. Es ist manchmal ein bisschen eine Übung und manchmal sind es Nuancen, ja, kleine Nuancen, die uns dann helfen, den Tag anders zu begegnen. Gut, meine Liebe, ein bisschen Real Talk, ein bisschen mitnehmen in meinen Alltag heute und wie ich selbst so das alles prozessiere. Und ich hoffe, ich konnte dich da inspirieren. Wir können auch gern uns hier austauschen, Instagram oder schreib mir auch gerne. Ich freue mich, da in Kontakt mit dir zu sein und hoffe, ja, dass es dir ganz gut geht und du die Frage vielleicht heute mit in deinen Tag nimmst. Alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge, dann wieder hoffentlich fit und ohne Schnupfnase von meinem erfüllten Herzen zu deinem. Bis ganz bald.